In uralten Zeiten, als das Pantheon noch von Göttern der verschiedenen Völker bewohnt war, stand dort ein Tempel. Der Tempel des unbekannten Gottes, Schöpfer aller Götter. Dieser Tempel wurde in höchsten Ehren gehalten. Mit 5 Buchstaben. Attraktiv. Ich! Zu wenig Buchstaben. Und zu wenig Herren. Horus! Ist denn nur neidisch? Ja, Jupiter. Sag mal, was würdest du von einer kleinen Sintflut halten? Nur so aus Spaß, ne? Aber muss ein Tee sein. Sintflut, tja. Ja, wir könnten zum Beispiel das Mittelmeer mal wieder überlaufen lassen. So wie in den guten alten Zeiten. Tut mir leid, Jupiter, aber es darf kein Tröpfchen Salzwasser an meine Pyramiden kommen. Außerdem, bitte überleg doch mal, wer opfert uns Wein, wenn wir die Menschen alle ertränken. Und nicht zu vergessen, Ochsen. Wer bringt uns Ambrosia da? Und Nektar. Vergesst die Lämmer nicht. Honig. Ich liebe Lämmer. Gegrüßet seist du, Jupiter, der du einst herrschtest mit Blitz und Donner. Die Winde, die du heutzutage entfesselst, scheinen mir weniger göttlich zu sein. Und du, Horus, Herrscher der ägyptischen Sonne, lässt dir von deinem Volk andauernd alberne Steinhaufen bauen. Nur zu bald wird es bemerken, dass in deinem tollen Falkenkopf nur ein Spatzenhirn steckt. Und du, Chiyu, einst der Schrecken von ganz China. Du könntest noch als genauso schrecklich gelten, müssten nicht alle über deinen Fettwanz lachen. Doch nun hört meine Botschaft. Er möchte euch sehen. Auf der Stelle. Das war so gemein. Kunkyras, ein richtiges Eben. So was von arrogant. Frechheit. Was bildet die sich ein? Psst. Wir sind da. Prahlst du immer noch mit deinen Steinhaufen, Horus? Nun, die sind gar nicht so leicht zu bauen, wenn man sich überlegt. Und du, Jupiter, du wirst von Mal zu Mal fetter. Chiyu, erzähl mir von deinen letzten Schreckenstaten. Also, da waren 3 Esel. Die habe ich mit einem Bissen herunter. Ihr Versager! Seit Äonen denkt ihr nur an euer Vergnügen. Alle Menschen haben erkannt, wie nutzlos ihr seid. Natürlich denken sie sich, wenn diese Schmarotzer nichts für uns tun, dann können wir auch gleich ihren obersten Chef anbeten. Wisst ihr, was das heißt? Monotheismus! Meint ihr, ich hätte Zeit, mich um jede Kleinigkeit zu kümmern? Ich befehle jedem von euch, einen aus seinem Volk, und zwar den Besten, auszuwählen und mit ihm ein neues Volk zu gründen. Dann werdet ihr diese Völker aufeinander hetzen, bis eins die anderen beherrscht. Der Sieger entgeht so seiner Bestrafung. Strafung? Man arbeitet härter, wenn das Dasein noch seine Schattenseiten hat. Irgendwelche Einwände? Nö. Was wäre denn die Bestrafung? Das Universum müsste endlich mal wieder weiß angestrichen werden. Das sieht aber auch aus. Findet ihr nicht? Ach, und Jupiter? Ja, Meister? Du machst eine Diät. Kunkyra wird das überwachen. Diese 3 Kisten ins Vorderschiff. Und beeilt euch, da zieht ein Gewitter auf. Du! Perfekt, so bleiben. Sie werden mein Werk noch in Jahrtausenden bewundern. Chiyu, der Drache! Versteckt die Kinder! Ich erwarte dich, Chiyu! Ja, und somit herzlich willkommen zu Die Siedler 3. Wieder ein Siedler am Start. Und zwar spielen wir die römische Kampagne. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hinklicken muss. mal auf Kampagne. Genau, wir fangen mit den römischen an. Das habe ich mal gespielt, als ich ein kleines Kind war. Ja, das war ich mal. Die Asiaten habe ich nie gespielt oder beziehungsweise nie geschafft. Da habe ich, glaube ich, nur mal die erste Mission geschafft und bin nie weitergekommen. Die Ägypter habe ich gar niemals versucht. Aber ich denke, wir fangen da mal mit den Römern an und wie es dann weitergeht bei den Asiaten,
Was sie da, die Römische, fertig haben und wie die Asiatischen machen, das weiß ich noch nicht. Ich denke, mittlerweile ein bisschen mehr Hirn, hoffentlich. Dann schaffen wir vielleicht auch die asiatische Kampagne dann mal. Aber wie gesagt, zuerst kommt die Römische an die Reihe. Dann hüpfen wir doch mal rein. Ich weiß nicht, was passiert ist. Gestern noch war ich Kapitän eines Handelsschiffes, befuhr die See. Und das war alles, was ich jemals tun wollte. Ich war frei. Ich sah entfernte Länder, die andere nur vom Hörensagen kennen. Ich war glücklich. Dank Jupiter bin ich jetzt ein Herrscher, gebunden durch die Pflicht, ein fremdes Land zu regieren. Dass es fremd ist, ist egal. Ich bin die Fremde gewohnt. Aber ich soll hier herrschen, Krieg führen und siegen. Für Jupiter höhere Ehre. Für mich nur ein Test. Und am Ende Freiheit oder Untergang. Wie bei jeder Seereise. Ich weiß nicht, ob ich ein fähiger Feldherr bin. Aber wenn Hannibal, dieser Albtraum Roms, der größte aller Strategen einer Familie von Händlern entspringen konnte, warum dann nicht auch ich? Und momentan ist mein Reich ja sowieso noch nicht viel größer als so manches Schiff, das ich kommandiert habe. Ja, so sieht's aus. Gut, ich glaube, wir starten hier. Das sind die Gegner, eher für Römer sehr wahrscheinlich. Ihre Gegner sind recht aggressiv. Sie sollen sich von frühen Attacken aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wenn sie gezielt und frühzeitig Soldaten produzieren, hören die Angriffe schnell auf. Versuchen sie schnell auszubreiten, um ihrem Gegner den Raum zum Zielen eng zu machen. Ja, klingt doch schon mal. Also ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß nicht mal, wer wie die Steuerung oder auf was wir achten müssen. Ich weiß nur, dass wir irgendwie Häuser machen müssen. Die Siedlerproduktion, aber ich weiß nicht, ob man die dann, wenn die alle rausgekommen sind, abreißen darf oder so, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal rein. So, da sind wir. Gut, so kann ich auch steuern. Kann ich auch mit WASD steuern? Nein, kann ich nicht. Na dann, rein ins Vergnügen. Wir bauen uns wieder so typische Sachen wie der Holzfäller. Was haben wir dann? Dann das Forsthaus. Ja, viel Platz haben wir da nicht, hä? Steinbruch brauchen wir auch nicht. Dann sind wir hier hin. Und dann mache ich mal einen Wachturm. Ich weiß gar nicht, ob das der ideale Platz ist da. Wir gehen mal da hin. Los. Ein. Wir haben auch schon Gold. Gold war doch, glaub's, früher hatte für die Produktion keinen Einfluss, sondern irgendwie auf das Militär. Der, sieht man das? Hier, genau. Das steigert unsere Offensivwertung außerhalb von unserem Land. Die 67%. Ich glaube, im eigenen Land, sagen wir so, haben wir immer 100%, wenn ich da noch richtig bin. Oh, genau, die kann ich ja steuern. Das sieht mal ein bisschen außen hin. Kann ich mit der Maus nicht steuern. Okay, da geht's nicht. Da habe ich... Muss ich dann wohl doch ein bisschen umstellen. Muss ich auch wirklich so steuern. Die Ressourcen liegen hier am Boden. Kann ich hier irgendwo eine Fischerhütte? Hier oder... Hier. Fischerhütte. Ist auch schon mal ein bisschen für Fisch gesorgt. Ich weiß nicht, ob das im Siedler 3 oder im 4 war, dass man eigentlich keine Türme mehr baut, also sondern einfach Pioniere, die die Grenze immer ein Stück nach außen versetzen. Minimale Besetzung, volle Besetzung. Ja. Kann ich hier eigentlich schon priorisieren? Hohe Priorität, ja, das geht mittlerweile hier. Die Einstellung gibt es hier nicht, ja? Nein, schade. Reicht ein Holzfäller wieder für zwei Holzfäller für ein Forsthaus? Das ist jetzt die Frage.
war doch irgendwie noch was mit dem Tempel und so. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Hier hinten, genau, wir brauchen noch Wohnhäuser für die Siedler, da wir da nicht mehr unendlich haben, wie bei Siedler 2. Anlegestelle. Aha, kleiner Tempel. Werkstätte, Lazarett, zum Heilen, das ist klar. Waffenschmied. Die können wir auch nicht mehr nachschauen, oder? Wie gut wir dran sind gegenüber den anderen. Werkzeuge sind auf Null, das passt schon. Werkzeugschmiede, Waffenschmiede, Goldschmelze. Reihenfolge. Ich lasse das mal so. Was das sind? Ware stehlen. Aha. Hier kann man doch Weingut anbauen bei ihnen. Da ist Weingut. Brunnen. Das sieht scheiße aus zum Bauen. Könnte ich, ja, wir müssen hier hinten hin. Hier ist ja ein Bergwerk. Was seid ihr? Rohstoffe suchen. Haben wir schon mal zwei? Ist auch Rohstoffe suchen. Sonst steht hier nichts Leeres rum. Der Soldat. Und ich glaube, es ist irgendwie ausbilden, aber hier, das war. Bist du? Geologen, ich kann es kaum lesen, ne? Pioniere. Wegern. Diebe. Ah. Such dir mal. Haben wir schon mal Kohle und Eisen? Hier die Kaserne hin. Da hinten ist auch besetzt. Wir bräuchten eigentlich noch ein bisschen mehr Platz. Das ist mal ziemlich weit hier unten. Brauche ich eine Eisenschmelze? Okay, das ist ein bisschen fragwürdig. Waffenschmied. Sieht ein bisschen besser aus. An der Ecke, ja. Eisenschmelze nochmal. Vielleicht können wir die hier gleich irgendwo hinbauen. Da unten. Ich weiß es nicht. Also Kohle und Eisen haben wir schon mal genug. Können wir eigentlich schon mal ein Kohle-Ding hinbauen. Kohle, dann kommen wir da nicht richtig ran, ne? Vielleicht höchstens hier. Gut, das wird gefressen. Fisch wird auch schon. Ich will mal versuchen, bei ihm Ressourcen zu stehlen. Wäre voll gemein. Baue ich ein kleines oder ein großes? Da kommen 10 raus, oder? 10, 20, 30 irgendwie. Die waren die Sprünge. Da mal ein kleines rein und mache ich hier hinten noch einen Holzfäller. Damit wir Platz kriegen.
die mal nach oben. Ich glaube, von da oben kommen die her. Aufdecken. Ganz nach unten sind wir jetzt nicht gekommen, aber wir brauchen die Eisenschmelze. Das ist auch so ein doofer Ort hier hinten. Na komm. Die ein bisschen kompakter. Gut. Hier nochmal. Da noch ein Bergwerk. Ich weiß es nicht. Warte mal. Bitte mal rüber marschieren. Gibt es hier eigentlich schon? Ja, Nebel des Krieges. Ah, da ist schon blau. Wollen ja auch etwas von der Mine hier haben. Lauf mal schön rüber. Ich weiß nicht, ob einfach eine Fischerei für uns reicht. Wir kriegen gleich jedes Mal einen Fisch. Nö. Setzen. Setze ich das? Neues Arbeitsgebiet. Oh, mal nicht. Ah, okay. So. Ich hatte da ein bisschen mehr Glück. So, Eisen können wir noch. Eisenbergwerk, das ist Gold. Aha. Hier hätten wir wieder ein bisschen Stein. Junge, wieso fängst du nichts? Ah, ein Fisch hatte schon mal. Sehr gut. Jetzt machen wir hier nochmal eine Fischerhütte. Wir haben noch 1, 2, 3 Angeln. Das ist genau hier. Das sind mehr hier Angeln. Rekrutierung. Mal zu wenig Siedler, dass wir rekrutieren können. Waffen haben wir? Ich glaube nicht, oder? Da Äxte. Die gelten leider nicht als Waffen. Baue ich dann ein bisschen mal einen Bauernhof noch hinbauen. Getreide fahren, was ist das? Schweine fahren. Der schaufelt sich hier oben einer ab, weil das Gelände so verschissen ist. Ja. Seht ihr das Schlimme nichts mit der Pfeiltastensteuer oder wollte ich lieber so? Aha, der greift da mich an, hä? Ja, ja, ich bin ja weg, ich bin ja weg. Gemütlich die weglaufen. Vielleicht können wir die ja rauspieken. Mal darüber zu meinen Einheiten. Ne, der geht wieder zurück, sobald er. Sobald wir da aus der Zone raus sind. Eine Eisenmine, aha.
Kohle, Kohle, Eisen. Also es zeigt sogar an, wo die Standorte am perfektesten sind. Das wäre ja perfekt. Habe ich nicht gezählt, wie viele da rauskommen. Kann ich jetzt das Gebäude eigentlich wieder einreißen, wenn die Siedler draußen sind? Oder werden die sauer, weil sie dann keinen Unterstand haben? Dass das steht, das ist es auch autorekrut, vermute ich mal. Ich baue noch eine zweite Kohle. Da ist doch der hier Kohle und da oben Kohle. Kohle. Das hier. Nicht perfekt, aber einen hat es zumindest mitgenommen. Sieht mit der Fischerhütte aus. Baustelle noch. Ein Brett. Gut. Wenn wir das hier abholzen, könnten wir ein Ding bauen. Ich das mal hier. Und dann mache ich hier mal, damit wir es auch gesehen haben. Was hier? Je näher, desto besser. Brauchen wir aber noch eine Mühle. Brauche ich sonst? Hier, da ist grün. Bäckerei. Naja, ideal ist anders. Ist da oben. Und das Ganze bei dem Gewässer hier. Gibt ja kein Brunnen mehr. Oh, das erste Eisen wird geliefert. Das ist doch mal super. Ich weiß gar nicht, wie steigen die Soldaten auf? Was ich dafür nochmal tun eigentlich? Göttliche Aufwertung. Ah, müssen wir da Damen abgeben am Tempel? Ist es das vielleicht? Ich habe so keinen Plan mehr. Viele Rekruten haben wir ja nicht mehr. Also noch zwei. Bräuchten wir eigentlich schon wieder ein Haus. Oder da nochmal eins hin. Größeres. Nichts Schlimmeres als zu wenig Siedler. Autospeicher. Hat das so eingestellt, alle 15 Minuten. Einreißen. Das sieht dann, das sieht dann wahrig in etwas. Ist aber nur nicht mehr was. Dass sie dann unglücklich werden oder sowas. Trübsalblasen. Toll. Hier oben ist das Eisen und die Kohle ist hier unten. Ist ja alles wunderbar. Also wir sehen, wir haben viel zu wenig Träger. Wo stelle ich das ein? Träger. Planiere Bauarbeiter. Jetzt schon mal Fisch, ich hab's Fisch. Die haben keine Nahrung.
gewonnen. 10% Erfolgsquote, Halleluja, der lohnt sich eigentlich gar nicht. Ja, ja. Muss ich den fast abreißen. Ich den mal ab. Vielleicht mehr darüber kommen. Bringt ja nichts, wenn der nur eine Erfolgsquote von 10 hat. Wieso hier? Ah, jetzt hat er schon genug mitgenommen. Der Steinbruch hat hier eigentlich noch das hier. Wir schauen, dass wir da vielleicht noch einen hinbauen. Ein Platz. Oh. Hier, dann kannst du da. Arbeit, Arbeit. Platz hat er hier aber nicht, ja? Mach es hier. Sicher gut gehen. Hier ist das Wasser. Da, die Mühle steht auch schon zum Teil. Ich brauche noch 3 Bretter. Habe ich gar nicht geschaut. Haben wir da einen Teil von der Ressourcen zurückbekommen? Planiert, das kann gebaut werden. Oh, wir haben einen Soldat produziert. Nice. Kann der auch sagen, wo sie sich sammeln sollen? Ich glaube nicht, da. Kann ich da auch einstellen? Genau. Die Kanzel oder halt an der Position sein soll. Ah, unser erster Bauer. Sehr schön. Der Stein. Boah, sind hier alles zu, das ist ja krass. Die Frage ist, ob ich ihn überrumpeln soll. Wollen wir es wagen, mal anzugreifen? Vielleicht ist er ja gar nicht so stark, wie es gesagt wird. Lassen wir ihm seine Wirtschaft kaputt machen? Mal darauf. Wird sich auch nicht gleich seine Einheiten hier unten haben, hoffe ich mal. Jetzt einfach mal mutig. Ja, dann machen ihm die Bergwerke kaputt. Hat eine Goldmine. Geht's noch? Da kommen sie schon. Bügel ihn nieder. Nice.
Hölle eigentlich einreißen, dann kommt der wieder raus, oder? Hallo? Auf Klopf! Bei den blauen Wolken sieht man ja, wer gestorben ist. Entweder blau ist ja, der Gegner oder rot, das sind wir. Ich laufe einfach mal darüber. Nehmen wir das noch mit. Das einzige, der einzige Berg ist hier. Haben wir eigentlich schon vom Erz abgetrennt. Nice. Wer hat er nicht? Ich dachte, der hat eine große Armee. Oha, der lässt die Gebäude auch stehen, ne? Hallo? So wird. Na, du schaffst es. Gut, der ist noch reingegangen, ne? Das ist das letzte Gebäude, oder? Viel zu einfach. Den Anfang. Okay, ich will ja nicht meckern. Das Spiel wird schwerer. Mindestens auch immer noch Standardeinheiten von ihm. Ah, er hat noch ein Gebäude. Schön. Wir haben das Spiel gewonnen. Juhu. Aha. Jetzt hat sie jetzt dann auch die Karte angucken können. Also groß war die Karte nicht. Ja? Gut, aber gewonnen ist gewonnen. Komme ich jetzt hier raus? Einfach mal speichern. Gespeichert und jetzt muss ich das Spiel beenden, oder wie? Ja. Jetzt muss ich hier was drücken. Aha. Alles erobert. Aber kein freies Siedler. Alles klar. Gut, wir drücken mal auf Beenden und schauen, was passiert. Ja. Computerspieler Siedler 10 haben wir hergestellt durch das Gebäude. Er hat 30, er hat jetzt das größere gebaut. Minen, also 8 Erze ist er wahrscheinlich rausgeholt. Krieger 1 hergestellt, 8 Kämpfe, R1. Wir hatten die Insel erobert, wir hatten den Feind vertrieben. Und dann hat sich der gierige römische Wolf über der Beute selbst zerfleischt. Ich hätte meinem Gefühl trauen sollen, das mich vor Remigius warnte. Doch ich brauchte ihn. Er war mein bester General. Ich habe eine Schlange an meiner Brust genährt. Einen Bürgerkrieg später stehe ich vor den Trümmern meines Reiches und kann wieder von vorne anfangen. Remigius ist mit seiner Bande auf eine Insel im Norden geflohen und hat ein Bündnis mit einer Horde Piraten im Westen geschlossen. Wir müssen unsere Insel schnell wieder besiedeln, die Küsten sichern und dann über die See. Die See, die meine Heimat ist. Remigius sollte sich nicht zu sicher fühlen. Interessant, geht schon jetzt um Segeln, da müssen wir auch wieder was lernen. Jo, aber somit sage ich wieder mal, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt Freude an Siedler 3, das jetzt kommt. Und somit wünsche ich euch wieder einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ciao zusammen.